Hi, ich bin Philipp und heute bin ich in der Athos Orthopark-Klinik in Köln. Hier gibt es erstklassige Spezialisten für alle orthopädischen Probleme. Schulter, Rücken, Hüfte, Knie, Füße, alles dabei. Und heute schaue ich mir mal an, wie hier so die Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten. Dafür bin ich mit Verena verabredet, auf die freue ich mich schon. Kommt mal mit. Du musst Verena sein. Ja, genau. Hi. Hi, ich bin Philipp. Freue mich heute sehr, hier zu sein. Und mir ist direkt aufgefallen, eine super schicke Klinik habt ihr hier. Seit wann gibt es die denn eigentlich? 2011 wurde eröffnet. Ach, 2011. Und seit wann bist du dabei? Seit 2013 bin ich Teil des Teams. Ach, schön. Dann lass uns doch direkt durchstarten. Du zeigst mir, wo du arbeitest, was du so machst. Perfekt, komm mit. Alles klar. Wie viele Stationen habt ihr denn hier? Wir haben insgesamt 3 Stationen. Mhm. Wie viele Betten sind darauf verteilt? Also insgesamt sind es auch 46 Betten und das ist jetzt hier die größte mit 22 Betten, genau. Wie viele Mitarbeiter arbeiten hier so? Also insgesamt sind wir auch ein Team von rund 20 examinierten Kräften und wir haben noch 2 Servicekräfte, die helfen uns täglich aus, genau. Im Schichtbetrieb? Ja. Hm? Okay. Jetzt bin ich auf die Zimmer gespannt. Ja, ich zeig dir eins. Ja, los geht's. Ja, dann komm mal mit. Oh, wow. Hier, außen hui, innen auch hui, oder was? Ja. Jetzt mal im Ernst, sehen bei euch alle Zimmer so aus oder zeigst du mir jetzt hier so ein Spezialzimmer für die Kamera? Nee, die sehen schon alle so aus. Die haben halt sehr viel Wert drauf gelegt auf das Design, dass es anders ist als in anderen Häusern. Mhm. Ja, sehen alle so aus. Alle Ein- und Zweibettzimmer? Genau, ja. Keine Bettenbogen? Nee. Respekt. Ich bin Patient. Wie läuft das ab? Also, du darfst dich einmal ausziehen und wieder anziehen mit dem OP-Kittelchen und okay, einmal mit der Hose. Also, ich bin Patient, wie läuft das ab? Genau so. Es geht leider nicht anders. Also, ich muss das nehmen. Gut. Ja. Also, da machen wir aber jetzt mal die Kamera aus. Bitte. Ich glaube, ich wäre soweit. Umgezogen bin ich. Aber du musst mir noch einmal erklären, was genau ihr jetzt macht, was eure Aufgaben sind. Genau. Also generell ist es natürlich die Grundversorgung und die Behandlungspflege aller Patienten hier. Postoperative und präoperative Versorgung der Patienten, weil wir doch einige OPs am Tag haben. Und natürlich auch die Aufklärungsarbeiten, Beratung der Angehörigen und viel aktivierende Pflege. Also wir wollen die Patienten wirklich relativ schnell wieder aus dem Bett rausschmeißen sozusagen, dass sie aktiv wieder werden nach der OP und nicht lange im Bett liegen. Das hat immer einige Gefahren. Ansonsten Visiten ausarbeiten, therapeutische, diagnostische Maßnahmen ausarbeiten. Das wird alles organisiert werden und das wird im Schichtsystem organisiert. Richtig. Wie genau? Also wir sind alle angestellt in 3 Schichten. Es ist aber schon so, dass wir bei der Dienstplangestaltung darauf achten, dass Wünsche berücksichtigt werden. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiter, die super gerne im Nachtdienst arbeiten. Und das versuchen wir auch so einzuplanen. Wir sagen immer, wenn es einen Gegenpart gibt und sich das alles ergänzt, lassen wir es so. Aber wenn es irgendwann nicht funktioniert, dann muss halt jeder wieder in allen 3 Schichten arbeiten. Sehr modern, sehr flexibel, sehr familienfreundlich. Ja. Super. Schön. Ja, so, ich habe meine Pille. Habe ich die genommen? Habe ich die? Ich würde sagen, du wirst schon so ein bisschen müde. Ja, Zunge wird schwer. Du bist bereit. Ich bin bereit. Dann mach mal. Aber nur so tun, ne? Ich zeig dir mal die Räumlichkeiten und was dich so erwartet, gut. Ja? Ja, gut. Gut. Das ist Mike, unser Abteilungsleiter. Hi Mike, freut mich sehr. Mich auch. Schön. Einmal los in den OP. Du schiebst mit. Ja, ich muss auch mit anpacken. Ah, hier, CSM-Chef schiebt mit. Achtung, Kurve. Ah, ihr könnt das ja, ne? Ja. Ja, ihr macht das jeden Tag, oder? Absolut. Sehr schön. Sag mal, die Atmosphäre ist locker. Duzt ihr euch alle hier? Ja, wir haben ein Team auf jeden Fall. Mhm. Ja? Super, cool. Das ging ja echt schnell und tut gar nicht mehr weh. Und ich glaube, es ist noch alles dran, was dran sein sollte. Ich als Laie würde sagen, gute Arbeit, gute Qualität. Wie sieht es denn damit aus? Ja, perfekt. Erstmal, dass es dir so geht. Wir haben ja hohe fachliche Qualitätsstandards. Und wir haben natürlich sehr viel Zeit für unseren Patienten. Dadurch, dass wir kleine Stationen haben, ist es hier entspannter und wir haben einen guten Verteilungsschlüssel. Ja, und deswegen können wir die Patienten auch individuell sehr gut betreuen nach der OP. Wie sieht es denn mit dem Verhältnis zu den Kollegen aus?
Auch das ist echt sehr schön. So im ganzen Haus würden wir uns als ein Team bezeichnen und das ist wirklich Hand-in-Hand-Arbeit und das macht echt sehr viel Spaß und ja, es ist ein befriedigendes Arbeitsklima. Wie sieht es denn aus mit der Bezahlung? Ja, die Bezahlung ist fair. Wir haben Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld und es gibt auch so Besonderheiten wie zum Beispiel eine Kooperation mit der Kita, was natürlich für die jungen Eltern super besonders ist und wichtig ist. Mhm. Und dafür tut die Klinik dann schon einiges, um es attraktiv zu machen. Besonders wichtig für die Eltern. Gibt es denn andere Besonderheiten, die es hier gibt, die es vielleicht nicht bei anderen Häusern gibt, bei anderen Kliniken gibt, wo ihr euch unterscheidet? Also generell, was mir halt auch total am Herzen liegt und ich glaube, deswegen ergreifen wir halt auch den Job der Krankenschwester, dass wir wirklich die Zeit für die Patienten haben. Deswegen habe ich mich bewusst gegen ein anderes Haus entschieden. Und hier ist es einfach schön, weil wir halt wirklich diese kleineren Stationen haben und einen guten Stellenschlüssel, dass wir die Zeit haben und dass wir wirklich ins Gespräch einfach mit den Patienten kommen und somit eine gute Krankenbeobachtung machen. Ihr habt eine eigene Kantine, hast du gesagt. Genau. Ist die genauso schick wie der Rest des Hauses? Absolut. Und wenn du dich fit fühlst, dann würde ich sagen, begleite ich dich einmal runter. Die will ich sehen, auf jeden Fall. Ja, guck mal. Nicht schlecht. Das hat aber auch nicht jede Klinik, oder? Definitiv nicht, nee. Das stimmt. Für wen ist denn die Kantine? Natürlich für die Patienten, aber auch für uns Mitarbeiter, genau. Wir kriegen das Essen etwas vergünstigt. Habt ihr eine eigene Küchenmannschaft hier? Genau, die kochen unten jeden Tag frisch. Es gibt immer drei Gerichte. Also nicht dieses typische Kantinenzeug, sondern wirklich lecker und abwechslungsreich und immer ein vegetarisches auch. Und lohnt sich. Super, richtig schick. Ich komme gleich wieder, ja? Augenblick. Ja, klar. Hi Frank. Das sah auch locker aus, ne? Verena, das sah ja echt gerade locker aus. Ist das so locker, das Verhältnis zwischen euch und den Ärzten? Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Miteinander mit den Ärzten auch, ja. Okay, was ist besonders wichtig? Also bei uns ist es wichtig, dass wir wirklich eine hohe Eigeninitiative haben, Engagement und Zuverlässigkeit. Wir arbeiten wirklich auf Augenhöhe, auch im Team mit den Ärzten. Und es ist sehr wichtig, was wir auch sagen, halt zur Krankenbeobachtung. Das wird schon auf jeden Fall sehr wertgeschätzt. Würdest dich jederzeit wieder bewerben? Absolut, ja. Das ist schön zu hören. Ganz herzlichen Dank, dass du uns rumgeführt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. So, das war ja richtig interessant. Die wichtigsten Punkte nehme ich mir jetzt mit nach Hause. Hier kann man als Gesundheits- und Krankenpfleger in einer super schicken Klinik, in einem richtig guten Arbeitsklima und in einem super Teamwork arbeiten. Ich fand es richtig beeindruckend. Vielleicht ist es ja was für euch. Macht's gut.